herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Screw-Up Mechanics. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euer Xaug und da flitzt er. Ein bisschen holprig noch. Aber er flitzt. Anders funktioniert ganz gut. Also manchmal bleibt er hängen. Aber das kann man ein bisschen modifizieren und ein bisschen einstellen. Das muss man dann noch schauen, wie wir das machen. Aber es sieht schon mal gut aus. Er dreht seine Runden und Runden und Runden und Runden und Runden und Runden. Aber mal schauen, ob wir dann vielleicht so hier diese Kante hier irgendwie noch ein bisschen anders dahin kriegen. Wobei, das wird wahrscheinlich ziemlich schwierig. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall funktioniert das mit der Kurve schon mal ziemlich gut. Und wir haben jetzt ja auch so gesehen unsere Länge für die Gerade. Also sprich, das hier ist die Minimum, also die Minimumstrecke an Gerade, die wir zurücklegen wollen. Jetzt muss man natürlich noch ein bisschen schauen. Aktuell haben wir ja ab und zu mal hier so diese kleinen Stolperer. Die wären natürlich schön, wenn die komplett weg wären. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen und ob wir da eine schöne Lösung finden. Aber eine kleine Idee. Was schon mal gut ist, ist zum Beispiel hier so einen Rand setzen, weil manchmal hüpft da drüber, ja. So. Dass wir das schon mal nicht mehr haben. Das hatte ich ja damals auch schon bei ihm als Tipp vielleicht gesagt. Dass man das vielleicht so machen könnte. Also hier haben wir die kleinen. So. Dass man das hier ein bisschen höher setzt und dann kann man hier, weil es nicht so optisch so komisch aussieht, das so machen. So. Und wenn einfach der Rand ein Tick höher ist, als in den Kurven, weil in der Geraden braucht man das ja nicht, das ist ja stabil genug. So. Genau. Das glaube ich ist gar nicht so verkehrt. Das sieht auch eigentlich ziemlich cool aus. Sieht nett aus. Was ich mir ja jetzt auch noch überlegt habe, ist diese Rundung hier abzukanten. Das ist jetzt ein heikles Unterfangen. das ist wirklich nicht ohne. Ich weiß auch nicht, ob das funktioniert und ob das gut ist. Ich werde das jetzt einfach mal ausprobieren. Dass wir hier eine, ja, so eine Art leichte Schräge irgendwie hinkriegen. Versteht ihr, was ich meine? So eine Achterbahn, die geht ja nicht so gerade dadurch. Die hat ja immer so ihre Kante, ihre Schräge. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Oder wie ich das hinkriegen soll. Ich weiß es nicht. Eigentlich haben wir gar nicht die Teile dazu. Also man könnte natürlich hier, schauen wir uns mal das an. Das ist die falsche Seite. Und den liegenden. Ich weiß noch nicht. Das könnte eher schlechter funktionieren als besser funktionieren, wenn man das so machen. Man könnte natürlich auch überlegen, ob man das mit Schrägen hier so macht, ja. Aber das ist auch Müll. Weil man müsste. Dann. Ne, das ist auch Müll. Man müsste im Prinzip hier. Ja, das wird alles zu kantig. Schön wäre, wenn das eine schöne Rundung geben würde. Ne? Das wäre super cool, wenn das so ein bisschen zu schräg ist. Und dann so. Wird das nichts. Und dann stolpert das dann immer irgendwo. Also so wäre halt super cool, ne? Wenn man hier so einfach eine Schräge hätte. Aber wie man sieht, wenn ich das so mache, dann hat er da überall Stufen. Und dann bewirken wir genau das Gegenteil. Nee, okay, dann habe ich das jetzt schon verworfen. Vielleicht fällt mir später nochmal eine bessere Idee ein. Aber so ist das natürlich großer Käse.
So, okay. So, ja, dann haben wir nämlich das. Dann machen wir jetzt mal eine kleine Gerade. Und sind der Länge von diesem Ding hier, ja. 11 Glück, ne? Ja. Hier wirklich. Was haben wir denn? Hier haben einmal auf jeden Fall 16 voll. Also die 16 voll. Und dann. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aha, okay. Warte, machen wir zu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, das müssten jetzt 16 und 10 sein. Kommt hin. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön. So. Was ist jetzt die Länge? Was haben wir gesagt? 3 mit Mitte. Also wenn wir sagen, das hier ist die Mitte, 3 links, 3 rechts, dann haben wir jetzt hier unseren Rand. Das hier ist jetzt die Standardgerade. Tada! Genau. So, wir könnten das ja mal speichern, wir da, obwohl wir könnten es noch schon mal ein bisschen einfärben. Zwar werden wir es wahrscheinlich irgendwie demnächst dann noch ein bisschen ändern. Schönes helles Blau. So. Der Rand, der kommt dann weg. Den können wir eigentlich jetzt schon wegmachen. Innenseite natürlich auch. Das ist ein bisschen Pummelarbeit. Ja. Oh, so geht ein bisschen schneller. Schön, dass sie uns wert haben. Okay, zack. Zack, zack. Dann haben wir hier den Zweier. Haben wir hier nochmal einen Zweier? Ah, da gehen wir hier schon auf den Dreier. Oh, okay. So, vielleicht modifizieren wir den einen oder anderen Block noch, weil müssen wir mal gucken, wie das dann jetzt später dann läuft, aber hundertprozentig läuft das ja noch nicht so, wie ich mir das eigentlich erhofft habe. Vielleicht ändern wir auch was am Wagen, vielleicht müssen wir die Radposition ein bisschen modifizieren, dass die vielleicht ein bisschen woanders da platziert sind. Und das kann auch viel ausmachen. Es kann sein, wenn wir sie ein bisschen enger machen, dass es dann besser funktioniert. Oder wenn wir es ein bisschen weiter auseinander machen, dass es besser funktioniert. Da müssen wir ein bisschen rumfummeln, ein bisschen probieren und machen und tun. Aber im Gesamten läuft das doch schon mal ziemlich gut. So. So. So.
Und voilà, fertig ist die Kurve und die Gerade. Sehr schön. Geschwindigkeit müssen wir dann später einstellen, ne? Also das machen wir nicht jetzt. So, Kurve 90 Grad. Wir werden später auch noch eine schwächere Kurve bauen. Zwar auch 90 Grad so gesehen, aber die nicht so stark geht. Gerade einmal. So, gerade zweimal wird es dann auch noch geben. Und das ist dann die doppelte Länge. So. Genau. Das Ding kann man ja auch mal wegmachen. So, jetzt möchte ich den Looping anfangen, meine lieben Freunde. Wir werden hier natürlich eine viel größere Länge von dem Ding hier brauchen, als wie das Ding hier jetzt. So, aber wir nehmen jetzt mal hier als Start das hier, damit wir auch wissen, wie breit wir sein müssen. Und ja, jetzt wird es komplizierter. Also komplizierter vielleicht nicht unbedingt. Looping sollte jetzt eigentlich so die Welt sein. Ja, müssen wir gucken, mit welcher Geschwindigkeit wir anfangen. Ja. Also so, dass das da nicht springt, aber dass der Looping nicht bis zum Himmel geht. So. Genau, jetzt haben wir hier die erste Spur so, dann machen wir die zweite jetzt ein bisschen weniger. Ich mach das jetzt mal so. Das mache ich dann außerhalb der Folge komplett. Oder man kann es auch so lassen. Sieht ja eigentlich auch nicht schlecht aus. Spart auch Ressourcen. So, dann haben wir das als zweite. Und dann gehen wir auch gleich hier auf den nächsten. Im Prinzip wird das jetzt so ein bisschen wie die Kurve, nur nach oben. Bin gespannt. So, und jetzt machen wir den Zweier. Der Zweier ist jetzt im Prinzip so ein bisschen. Oh, fällt mir ein, wir brauchen ja auch noch einen Versatz. Oh! Boah, wir brauchen ja auch noch einen Versatz. Also sprich, wir können ja nicht nur einfach eine Runde drehen, sondern wir müssen ja auch eins weiter rüberkommen. Ho, 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 ho. Wie krass. Das ist übel, Leute. Ich hätte jetzt eine kleine Idee. Das ist sogar eine sehr geile Idee. Weil der Versatz ist ein Problem, ja. Also, warum könnte das ein Problem sein? Also, wir müssten im Prinzip irgendwie immer ein Stück weiter nach drüben kommen. So, das funktioniert aber nicht so einfach, weil wir nicht einfach hier jetzt dann hier eine Kurve setzen können. Also, ja, rein theoretisch geht's schon. Ja, könntest du sogar rein theoretisch eine Kurve. Aber es ist nicht. Na, es ist nicht optimal. Also sowohl optisch. Man könnte natürlich auch. Das ist schon ein Problem. Müsste es hier hinsetzen, ja, weil da kommt ja dann hier die Kurve, das nächste Ding hier, ja. So, wenn ich dann aber. Ah, das hält sogar. Okay, es bleibt stehen. So, jetzt könnte man. Ja, probieren wir das mal aus, ja. Wir könnten zwei Varianten bauen, ja. Das ist die eine Variante hier, das wäre. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, die kompliziertere Variante, aber. Auf jeden Fall nicht vielleicht die schönste Variante, ja. Also das. Vor allem, wir müssen ja hier fortlaufend. Weiter darüber, ja. Das ist nicht ganz ohne. Das sieht halt auch nicht so schön aus, muss ich sagen, ne? Ich mache jetzt mal die andere Variante. Das ist eigentlich eine witzige Idee, ja? Also wir machen jetzt mal das weiter.
Und zwar könnte man das so bauen, ja, der kommt hier rein. Das ist so. Und dann, wenn er irgendwo in der Luft ist, klappt das hier runter, ja. Und hier oben geht dann eine Klappe nach unten, damit der dann da. Also das wäre so mein Gedanke, den wir vielleicht probieren könnten. Der auch ziemlich gut funktionieren müsste. Ob es dann wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das wäre eine Weltsensation in Scrap Mechanic, ein Looping. Mit Versatz wird wahrscheinlich nichts. So, dann machen wir jetzt hier zwei und jetzt gehen wir auf den Einser. Ne? Wir müssen jetzt auch die Kurve kriegen. Oh, das ist schon übel. Das ist schon eine starke Kante jetzt, die wir hier setzen. Aber müsste eigentlich ganz gut gehen. So, nächste. Jetzt müssen wir noch schauen, bis wohin wir so gehen. Ne? Wir müssen ja dann irgendwann umdenken. Wir können ja nicht nur immer weiter nach oben gehen. Dann kann man sich sogar überlegen, das ist gar nicht mehr so dumm. Und dann wird es einheitlich, dass wir das vielleicht dann ausschneiden und dann wieder einfügen, ja? Also dass wir das dann per Copy-Paste wieder da reinsetzen. So. Machen wir nochmal? Machen wir nochmal. Obwohl das eigentlich Quatsch ist, ja. Wir haben eigentlich. Nur mal ganz kurz gucken. Wir haben hier Zweier, ja. Das ist eigentlich eine schöne Kante hier. Ja? Das ist. Aber man muss schon so einen Anfang machen. Denke ich. Ja, wir machen das jetzt einfach mal so. Wir machen das jetzt einfach mal so weiter. So, jetzt muss man auf den nächsten Schritt kommen. Und zwar. Vielleicht zu heavy. Müssen wir den Zweier nehmen, oder? Komme ich auf die Idee, nicht den Zweier zu benutzen. Boah, jetzt sind wir gleich in der Senkrechten. Ich habe keine Ahnung, ob es funktionieren wird. Aber sieht so schon mal gut aus, ne? Ist nicht zu heftig, der Schwung. Kommen wir bald nicht mehr hoch. So, jetzt kommt der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist eigentlich dann jetzt die Gerade. Jetzt hätten wir hier. Also. Gucken, ob wir noch hoch dürfen. Ansonsten können wir uns ja auch so Treppchen machen. Kommt im Prinzip die Gerade. Boah, nicht schlecht, oder? Jetzt halt die Frage. Schön wäre natürlich, wenn wir das irgendwie möglichst einheitlich halten. Also sprich, wir müssten jetzt. Das ist da, wo der Einserknick beginnt, ja. Im Prinzip müssten wir jetzt das da so. Also eigentlich im Prinzip basteln wir einen Kreis, ja. Also das versuchen wir hier gerade. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir jetzt hier den hier und den hier wegmalen, müsste es runterfallen. Genau. So. Also es ist eigentlich nichts anderes als ein Kreis.
Ist einfach so. Ist halt die Frage, ob, wenn wir das jetzt... Ich habe jetzt nicht ganz aufgepasst. Ob wir, wenn wir das jetzt hier aneinander kleben... Die Seite. Das war falsch. Okay, warte. Dann löscht man den nochmal so ein bisschen nochmal den Boden. Und wir müssen rund an, also gerade an gerade setzen. Genau. Das sieht nach einer machbaren Fläche aus. Also für zum Fahren. Für den Wagen. Das ist ja das. Der Wagen muss da ja irgendwie drauf fahren können. So, was setzen wir jetzt hier dran? Den da, oder? Das ist halt das so lang, das ist Quatsch. Schauen wir mal. Also das ist natürlich jetzt völliger Quatsch, so lang, ne? Also wir können ja mal ungefähr schätzen. Das ist jetzt ein Block, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann haben wir 6 Blöcke. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, also die Reihe kommt weg. Looping ist echt eine komplizierte Sache. Den untersten müssen wir noch wegmachen. So. Das sieht schon besser aus. So, und jetzt brauchen wir wieder so ein. Oh ja, das wird bombastisch, Leute. Okay. Jetzt müssen wir im Prinzip... Die Reihe müssen wir wegmachen, die hier, oder? Dran. Sonst wir können sie einfach ein bisschen rollen. So. Das ist schon fast wie ein Riesenreifen. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Puh. Aber man sieht, ne, wir sind nicht richtig gerade. Also da müssen wir noch ein bisschen rumfummeln. Liebe Leute, wir sind aber am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das Like da lassen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich versuche das jetzt hier noch ein bisschen irgendwie einheitlich hinzukriegen oder so. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei. Ciao, ciao.